Beluga Nummer 1 kommt früher an. Als Ground Coordinator ist Jan Wollenberg bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder für die Abfertigung der Transportflugzeuge verantwortlich. Ein stürmischer Südwestwind hat Tango Alpha schneller von Toulouse nach Hamburg geschoben. Jan Wollenberg und sein Team schleppen den vorderen Teil des Flugzeugs in die neue Abfertigungshalle. Dabei geht es um 30 Zentimeter. Das Schwierige ist, dass das Flugzeug sehr gerade in die ILF reingestellt werden muss, weil wir nur begrenzte Möglichkeiten mit dem Interface haben. Wir können also nur begrenzt ausgleichen, ob das Flugzeug gerade ist oder nicht. Und dazu kommt, wenn wir starken Seitenwind haben, driftet das Flugzeug während des Schleppens noch rüber. Die Angriffsfläche im Verhältnis zum Gewicht doch nicht so ist, dass wir also schnell ein paar Zentimeter verlieren und dann geht es halt immer gegen Zoll. Das Be- und Entladen der Belugas findet im Terminal statt. 90 Minuten sind dafür vorgegeben. Insgesamt 5 Transportmaschinen versorgen die europäischen Airbus-Standorte mit Flugzeugteilen. Diesmal sind es Flügelteile für die Endmontage der A320. Also das ist nicht die Lieblingsladung. Einfach weil man vorher auch rein muss, um die Späße anzubringen. Das sind 12 Stück. Muss dann immer alles relativ hurtig gehen. Die sind ziemlich laut, die rollen da, die quietschen immer. Das ist nicht schön. Zumindest bleiben Regen und Sturm draußen. Früher war schon bei 6 Windstärken Schluss. Dann durfte die Ladeluke des Beluga nicht mehr geöffnet werden. Heute weht es mit 8 bevor. Die neue Fracht wird in Position gebracht. Es ist die erste in Hamburg gebaute Hecksektion des neuen A350-1000. Die soll zur Endmontage nach Toulouse. Ich unterschreibe dafür, dass das so vorbereitet ist, wie es sein sollte. Und dann möchte ich das ganz gerne auch genau prüfen. Doch die Premiere verzögert sich. Angaben zum Gewicht müssen geprüft werden. Die Ladefläche des Beluga mit einer Länge von mehr als 37 Metern und fast 8 Metern im Durchmesser, die größte eines Flugzeugs weltweit, bleibt erst einmal leer. Und Jan Wollenberg muss den Transportflieger sofort aus dem Terminal schaffen. Bleib du hier. Bleib du hier, besetz den Siemer, wart auf dein Flugzeug und Jörg und ich bring die hier weg. Die ist durchgestartet. Die ist durchgestartet? Okay. Die geht jetzt auf die Kompressscheibe, weil ein neues Flugzeug kommt, das eine höhere Priorisierung bekommen hat. Und das wird dann jetzt erstmal abgefertigt, bis geklärt ist, wie das Bauteil zu handeln ist. Stress? Naja. Ein bisschen. Im Airbus-Werk Finkenwerder wird das größte Passagierflugzeug der Welt, der A380, ausgerüstet und lackiert. Für den neuen A350 entstehen hier Kabinensegmente aus Kohlefaser. Mit 15.000 Mitarbeitern ist das Unternehmen der größte Arbeitgeber der Stadt. Für die A320-Linie wird die Hecksektion gefertigt. Außerdem werden alle Typen hier montiert. An jedem Werktag wird ein neuer Airbus fertig. 22 Flugzeuge im Monat. In einer halben Stunde steht eine Taktung an. 20 Uhr. Für Gunter Schmidt beginnt die Nachtschicht früher. Er leitet den Bauplatz 40. Der letzte Schritt, bevor die Flugzeuge vorrollen. Die Stützen an seiner Station werden abgesenkt. In den Montagehallen wird rund um die Uhr gearbeitet. Die 4 Bauplätze werden dabei wie einzelne Unternehmen geführt. Die Arbeit von 42 Flugzeugmonteuren koordiniert der studierte Maschinenbauingenieur Schmidt.
die ganze Endlinie ist intakt. Also wir müssen das Flugzeug alle 2,5 Tage weiterschieben. Also für uns bedeutet das hier Flügel dran, Fahrwerke drin, Pylone montiert. Weil die nächste Station ist unser Kunde und wir wollen das pünktlich an unseren Kunden ausliefern. Pylone sind die Aufhängungen der Triebwerke unterm Flügel. Gunter Schmidts Station leitet den Takt ein. Doch dann stockt es. Auch der herbeigerufene Software-Experte ist machtlos. Die Stützen, die den nächsten Rumpf aufnehmen sollen, streiken. Elektronischer Defekt, steckt niemand drin und wir müssen jetzt warten. Im Endeffekt, wir müssen den Takt halten. Also müssen wir uns im Prozess optimieren und versuchen, das letzte noch rauszuholen. Beluga Nummer 2 im Landeanflug. Jan Wollenberg bringt schon mal die Bordverpflegung für die Piloten mit. Denn normalerweise verlassen die ihr Flugzeug während des 90 Minuten dauernden End- und Wiederbeladens nicht. Jetzt haben wir gar keinen Tanker mehr hier, das ist gut. Die andere Beluga abkabeln. Die Hamburger sind im internationalen Airbus-Vergleich bei der Abfertigung die Besten. Es liegt vermutlich daran, dass hier in Finkenwerder alles in Airbus-Hand ist und nicht wie an anderen Standorten vieles von Suppliern gemacht wird. Also da muss man dann direkt am Flughafen anrufen, an dem Airbus angesiedelt ist, um zum Beispiel einen Tankwagen zu bekommen. Und der hohe Ausbildungsstand unserer Mitarbeiter spielt natürlich auch eine Rolle. Beluga Nummer 2 kann pünktlich zurück nach Toulouse fliegen. Das Hecksegment des A350-1000 darf verladen werden. Das angegebene Gewicht stimmt. Aber wenn es jetzt noch eine weitere Verzögerung gibt, dann muss dieser Transport über Nacht in Hamburg-Finkenwerder bleiben. Mit 22 Tonnen ist dies eines der größten Teile, das mit dem Beluga transportiert wird. Mitte 2019 soll ein größerer Nachfolger der 20 Jahre alten Transportflugzeuge den Dienst antreten. Zum Glück sind Jan Wollenberg und das Hamburger Team so gut eingespielt. Tango Alpha rollt rechtzeitig zum Start nach Toulouse. In 2 Stunden werden die Piloten zu Hause sein. Es kommt noch ein bisschen Nachsorge. Wir haben noch von der Crew ein paar Papiere bekommen. Das muss nach Toulouse gemailt werden. Und dann heißt es vorbereiten fürs nächste Flugzeug. Endlich, die Stützen richten sich wieder auf. Es kann weitergehen an Bauplatz 40. Gunter Schmidt ist erleichtert. Nur 45 Minuten Verzögerung. Das holen er und sein Team wieder auf. Jeder Rumpf ist ein klein wenig anders. Diese Unterschiede werden berechnet und die Stützen werden entsprechend eingestellt. Es dürfen keine Spannungen auftreten. Das heißt, der Rumpf muss stressfrei und exakt tariert aufliegen. Ja, ist schon eng, also dass das alles passt. Hat er die richtigen Daten von da gekriegt und das ist für uns jetzt der Beginn. Flügel und Bugrad werden montiert. Die benötigten Teile dafür wurden just in time geliefert. Gunter Schmidt arbeitet seit 24 Jahren bei Airbus. Zuletzt 9 Jahre in Toulouse bei der A380-Produktion. 20 Minuten dauert es, einen der 16 Meter langen Flügel für die Montage vorzubereiten. Hier ist absolute Präzision gefragt. Der Flügel, den kann man nur einmal anbauen. Man kann den nicht wieder abbauen, wenn was nicht passt. Bis auf einen 400stel Millimeter genau werden die Tragfläche und ihre Aufnahme am Flügelmittelkasten im Rumpf zusammengeführt. Langsamer! Die Hälfte aller A320-Typen weltweit wird in Hamburg montiert. Dafür wird die vordere Rumpfsektion aus Frankreich geliefert, aus England kommen die Flügel,
Die Höhenruder aus Spanien, die Hecksektion wird in Finkenwerder gebaut und das Seitenleitwerk in Stade. Werkstudentin Sine Sprätz ist mit Peter Sander unterwegs. Sie schreibt ihre Bachelorarbeit über industriellen 3D-Druck. Der Ingenieur arbeitet seit 34 Jahren bei Airbus. Seit 2011 beschäftigt er sich mit den Themen Bionik und 3D-Druck in der Flugzeugproduktion. Siehst du, jetzt kannst du das sehen. Da bauen wir gerade Proben. In Hamburg-Finkenwerder werden Testreihen und Einzelstücke gedruckt. Das heißt, der Laser, der schmilzt jetzt da das Pulver auf. Wir werden da zukünftig Flugzeugteile bauen können, die 30-55% leichter sind. Und für so einen Flugzeugbauer ist das, wir nennen das ein Step Change. Also das ist richtig eine große, große Veränderung und wird toll für unsere Umwelt. Also nicht nur im Herstellungsprozess, weil ich nur eine Handvoll Pulver brauche, aber auch nachher für den Flugbetrieb, weil unsere Flugzeuge eben immer 25 Jahre in Betrieb sind. Und wenn ich dann ein Kilo nicht drin habe, brauche ich das 25 Jahre lang nicht 10-mal pro Tag auf 11 Kilometer hochheben. Das ist richtig Spritersparnis und damit gut für die Umwelt. Der Druck von größeren Teilen, wie so eine doppelwandige Verbindung für die Kerosinzufuhr, dauert mehrere Tage. Das übrig gebliebene Titanpulver kann dabei immer wieder verwendet werden. Am Ende bleiben nur 5% Ausschuss. Die ersten gedruckten Flugzeugteile aus Titan haben alle Tests zur Flugfähigkeit bestanden. Sie werden bereits eingebaut. Und das ist erst der Anfang. Wir haben hier original 126 Teile. Wir müssen sagen, das Original ist 80 cm hoch. Also das haben wir jetzt kleiner gemacht, weil unsere Drucker noch nicht so groß sind. Aber man sieht schon wieder so eine Topologieoptimierung, also mehr so dieses bionische Design, was zu einer erheblichen Gewichtsreduzierung führt. Und eben unglaubliche 126 Teile heute und morgen möglicherweise aus einem Stück. Das heißt, ich habe die ganze Logistik nicht, 125 Teile zusammenzubringen, um sie dann zusammenzubauen. Ich habe keine Lagerhaltung, keine Werkzeuge für die Einzelteile. Also da entsteht ganz viel Potenzial und ganz viel Leichtbau. Noch begrenzt die Größe der Drucker hier den 3D-Metalldruck auf eine Fläche von 25 x 25 cm. Und so funktioniert das. Ein Schieber trägt das Titanpulver in einer Dicke von 0,3 mm auf. Dann verschweißen die Laser das Material. Die Druckfläche wird abgesenkt, der Schieber trägt die nächste Schicht auf, der Laser schweißt und so weiter. Die fertigen Teile werden am Ende noch geschliffen und, wenn nötig, poliert. Das kostet 800 Euro, da kann man 10 von den Dingern draufschreiben. Und dann rühren die das durch Schleifpastenpötte. Ja, genau. Das ist beides. Eine gedruckte Aufhängung, die in den neuen A350 eingebaut wird. Und dieses hier ist poliert, also richtig durch Schleifpaste geschliffen. Mit allem drum und dran. Komplett manuell oder wird das maschinell gemacht? Nein, das wird maschinell gemacht. Mhm. In der Schweiz gibt es eine Firma, die sowas kann. Und das haben wir deswegen ausprobiert, weil wir für den Doorstop zum Beispiel hier, das ist ja ein Klasse 1-Teil, auch geschmiedete Teile polieren müssen. Und das können wir uns nachher mal im Flugzeug angucken, wo die Dinger sitzen. Das sind also wirklich die sicherheitsrelevantesten Teile, die es gibt. Der A350 wird zu 53% aus Kohlefaser gebaut. Weltweit einmalig. In Hamburg wird das Hecksegment montiert und mit der notwendigen Technik versehen. Sonja Spretz und Peter Sander sind mit dem Doorstop aus dem 3D-Drucker unterwegs. Der sichert während des Flugs die Kabinentüren. Du siehst eine ganze Reihe von diesen Bauteilen. Das heißt, dahinter verkrallt sich die Tür und das ist ein sogenanntes Klasse 1-Teil. Sicherheitsrelevanter geht es nicht im Flugzeug. Der ist also noch massiv und aus dem Vollen. Und hier können wir jetzt sehen, wie wir also das topologieoptimierte Design. Oh ja, man sieht schon, was für ein Volumen dahinter genau, steckt. Genau, also das also mordsmäßig Volumen und reduziert. Und wir sehen eben auch eine neue Form. Das Interessante ist, dass wir jetzt die ersten Strukturtests abgeschlossen haben. Das Drucken ist teuer, aber das sind hier Titanteile. So ein geschmiedetes Titanteil ist auch teuer. Das heißt, das Teure ist eigentlich mehr oder weniger der Werkstoff. Und wir haben Möglichkeiten inzwischen gefunden, gedruckte Teile sogar billiger zu machen, als sie aus der Platte zu fräsen, Titan. Eine neue Technik kommt auch bei der Flügelproduktion des A350 zur Anwendung.
Im Airbus-Werk Stade wird die obere Flügelschale aus Kohlefaserstreifen gelegt. Mit einer Fläche von 32 x 6 Metern ist sie das größte Flugzeugteil der Welt, welches in dieser CFK-Technik hergestellt wird. Wie viele Rollen habt ihr jetzt schon drauf? Das ist jetzt heute die vierte. Okay. Läuft gut. Das ist schön. Könnte nicht besser sein. Also, die Maschine läuft erst rein. Klasse. Wir können uns nicht beschweren. Ja. Wie weit seid ihr vom Legen her? Wir werden morgen wohl fertig werden. Bevor sie ihren Meister in Verfahrensmechanik für Kunststoff- und Kautschuktechnik gemacht hat, stand Sandra Bube selbst an der Legemaschine. Kommt das schöne Thema Spalteinspannung. Seit Anfang des Jahres ist die 28-Jährige nun für die Qualität der Kohlefaserteile verantwortlich. Das CFK direkt ist nicht gefährlich, nur da ist natürlich ein Harz drin. Und damit ich mich vor dem Harz einmal schütze und dass ich auch das Material vor meinen Fettfingern schütze, deswegen trage ich Handschuhe dabei. 20.000 Meter des CFK-Geleges werden aufgetragen. Gewichtsersparnis gegenüber der konventionellen Bauweise in Aluminium bis zu 30%. Das Faszinierende an diesem Material. Man sieht hier das CFK. Das Tape, also unidirektional, bedeutet, dass alle Fasern in eine Richtung laufen. Also man kann es nicht kaputt ziehen, aber zur Seite, also hier wird es wirklich nur mit dem Haar zusammengehalten. So ein Strang besteht aus 12.000 Einzelfilamenten. Die Produktionshalle ist ein riesiger Reihenbereich. Hier wird rund um die Uhr gearbeitet. Der nächste Produktionsschritt. Fast 9 Meter Durchmesser und 37 Meter tief. Dies ist der größte Autoklav weltweit. Ein Ofen mit Überdruck. 10 Stunden härten die Flügelschalen aus, bei 180 Grad und unter 10 Bar. Die Auflage wiegt übrigens 65 Tonnen. Sie ist absolut formstabil, damit während des Erhitzens und Abkühlens keine Spannungen auftreten. Für Sandra Bube ist es immer ein besonderer Moment, wenn das größte in Kohlefaser gebaute Teil für den A350 fertig ist. Ja, erst recht, weil es ein so neues, spitzenmäßiges Flugzeug ist und wie viel CFK-Anteil an diesem Flieger ist. Das gab es ja vorher nicht und das macht einen echt stolz, wirklich. Wenn man dann zu Hause der Familie erzählen kann, ja, da arbeite ich. Und die sind dann natürlich genauso stolz auf einen selber. Anschließend geht es zum langsamen Abkühlen. Danach wird das genaue Profil ausgeschnitten, dann werden Stringer montiert für die Stabilität. Jeden Tag wird so eine Flügelschale fertig. Bis 2018 sollen es 2 pro Tag werden. NDT, Non-Destructive Testing. Jedes Bauteil wird abschließend komplett durchleuchtet und geprüft. Allerdings ohne zerstörende Krafteinwirkung. In 1,5 Jahre dauernden Testreihen wurden Rumpf und Flügel höchsten Belastungen ausgesetzt. So wurde die Flügelspitze um bis zu 6 Meter angehoben, ohne dass sich Risse bilden durften. Das Fahrwerk eines A321 muss den Aufprall des Flugzeugs aus 3 Metern Höhe ohne Schaden überstehen. Der Einbau dauert eine halbe Stunde. Tag 2 bei der Endfertigung in Finkenwerder. An Bauplatz 40 ist alles im Takt. Gunter Schmidt hatte gerade einen Termin zum Thema Prozessoptimierung. Es ist geplant, den Takt eventuell auf 2 Tage zu verkürzen. So, Männer, hier alles in Ordnung? Alles im Griff, Chef. Ja, schön. Ich kann hier mal ganz kurz mit Hand anhalten, aber normalerweise ist meine Aufgabe, den Bauplatz am Laufen zu halten.
die Mitarbeitereinsatzplanung die disziplinarische Leitung. Trotzdem ist Gunter Schmidt viel auf dem Bauplatz unterwegs. Ja, das ist extrem wichtig. Fragen, ob irgendwo Probleme gibt, ob irgendwas fehlt. Wie gesagt, den Bauplatz am Laufen zu halten, weil die Uhr tickt. Primer, Basecoat und Clearcoat. Rund um die Uhr wird in Finkenwerder auch lackiert. In vier Hallen bekommen die Typen der A320er-Familie ihren finalen Look. Dieser A321 wird teilweise foliert. Im Betrieb warten extreme Belastungen auf das Flugzeug. Hagel bei einer Reisegeschwindigkeit von 800 Stundenkilometern oder ein Temperatursturz von 100 Grad bei Start und Landung. Zum Schutz der Oberfläche werden daher noch zwei Schichten Klarlack aufgetragen. Zuvor kontrolliert Hendrik Hamann Designs und Farben. Denn Änderungen nach Auftragen des Klarlacks wären zeitaufwendig und teuer. 2010 hat er seine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik abgeschlossen. Jetzt, mit 24, ist er bereits Teamleiter und damit verantwortlich für die Arbeit seiner Kollegen. Ja, das fasziniert einfach. Jedes Mal ist es ein bisschen anders. Es ist alles Handarbeit. Hier ist keiner, hier wird nichts mit dem Roboter gemacht. Jedes, alles wird mit der Hand gemacht. Und ja, was man halt selber in ein paar Tagen, ich sag mal, Minimum 5 Tagen hier alles schaffen kann. Je nach Design steht ein Flugzeug 5 bis 8 Tage in der Lackierhalle. Kabinendesigns auf ihre Machbarkeit testen, ohne aufwendige Modelle zu bauen, das will Dieter Kasch. Deshalb hat der Maschinenbauingenieur für Airbus die Arbeit mit virtuellen Welten entwickelt. Dazu legt Virtual Reality Engineer Melfaiko Mast Tracking-Punkte an. Die ermöglichen eine exakte Wiedergabe seiner Bewegungen in der Projektion. Hier fehlt der Kabinencrew Platz, um den Servicewagen ohne Probleme zu bewegen. Verbesserung wäre, das Center-Monument einfach ein bisschen nach oben zu schieben. Vielleicht sieht es dann etwas besser aus. Mit einem Mausklick löst Dieter Kasch das Problem. Die Technik ist auch die gleiche Technik, die in der Filmindustrie verwendet wird. Das heißt, also wir sind hier sehr genaue Möglichkeiten haben wir hier. Das arbeitet auf Millimeter genau, so dass wir wirklich da vernünftige Aussagen treffen können. Und die fließen direkt in die Entwicklung der Airbus-Flugzeuge ein. So wurden beim A350 die Crewkabinen unterm Flugzeugdach entwickelt. Ja gut, dann müssen wir das nochmal den Konfigurationsleuten vorstellen und dann wollen wir mal schauen. Das sollte eigentlich gut gehen. Mit dieser Technologie ist Airbus weltweit führend. Der elektronische Pinselstrich ist für Tobias Meyer inzwischen das wichtigste Utensil. Der Designer hat unter anderem die Kabine des A380 mitentwickelt. Dann wäre das ja die Wand. Kannst du die Decke mal bitte wegschalten? Ja, da sind wir. Die Fläche oder die andere wäre ja die. Diesmal geht es um den Eingang in die Business Class beim A350. Die Powerwall erlaubt dabei die Projektion in Originalgröße und sogar in 3D. Sowohl nach vorne als auch nach hinten. Ja, das ist so eine schöne Fläche. Melf, kannst du noch mal über den Raft fliegen? Ja, genau, hier oben, wie man da sitzt. Ja, das passt doch. Als Cabin Design Program Manager muss Michael Lau die Ergebnisse später dem Kunden verkaufen. Bilder projizieren. Ja. Sehr schön. Wir könnten dann eventuell auch überlegen, ob wir den Vorhang auch noch wirklich in so eine Art Garage auch noch integrieren. Genau, und hier sehe ich halt dann noch die Möglichkeit, dass wir den. Auf dieser Powerwall bekommen auch die Führungsriegen der Fluggesellschaften ihre neuen Designs in realer Größe präsentiert. Dann natürlich streng geheim. Damit kriegt man eigentlich ein sehr gutes Gefühl, welche Potenziale da sind oder natürlich auch, wie verkaufe ich das dem Kunden? Welche Situation hat der, welches Design könnte ihm gut gefallen? Das kann man so
nur wirklich statisch auf dem Papier natürlich nicht so gut machen, wie wenn man sich die ganze Zeit in so einer Umgebung bewegt. Und die Fliege ist natürlich auch nicht immer zugänglich bei uns in der Falle, weil da wird hart gearbeitet und auch sehr schnell gearbeitet. Hier sind wir relativ frei und haben natürlich diese Freiheit der Virtual Reality, wie wir sagen, einfach der virtuellen Welt. Da ist ja jetzt der Abwassertank. Mhm. Auch den müsst ihr hier. Und Dieter Kasch denkt schon weiter. Die 3D-Höhle. Hier stehen die Betrachter nicht vor, sondern in der Projektion. Ja, jetzt sind wir im hinteren Bereich. Dort haben wir schon die Tanks eingebaut. Auf diese Weise wurde die gesamte Technik des A350 auf ihre Machbarkeit hin getestet. Ziemlich gut hier und ziemlich vollständig auch. Ja, was für mich wichtig war, ich bin da selber aus der Konstruktion. Und was für mich hier der Antrieb war, wirklich frühzeitig mit neuen Methoden das Flugzeug einfach serienreifer zu machen. Auf Bauplatz 40 hat das Flugzeug bereits Flügel und Räder. Gunter Schmidt inspiziert die Tragflächen und ihre Verbindung zum Rumpf. Also jeder Mitarbeiter dokumentiert seine Arbeit, jeden Handgriff, den er hier am Flugzeug macht, im speziellen System. Das ein Flugzeug leben lang ist das dokumentiert, was er gemacht hat. Also man kann in 20 Jahren nachvollziehen, ob Herr X das und das gemacht hat. Es wird noch einmal eng. In den Tragflächen werden später bis zu 18 Tonnen Kerosin transportiert. Dafür muss alles isoliert werden und die Schale muss doppelwandig sein. Denn was mit Kerosin zu tun hat, ist in der Luftfahrt immer mindestens doppelt gesichert. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr mit Flugzeugen verbunden. Ich bin jetzt 54 und der Bauplatz 40, hier wo der Flügel angebaut wird, das ist die Faszination. Ja. Hier steht das Flugzeug das erste Mal auf eigenen Beinen. Das ist nach so vielen Jahren immer noch ein spannender Augenblick. Weiter geht es zur internen Qualitätskontrolle. Schließlich soll der Takt von 2,5 Tagen gehalten werden. Die Auftragsbücher sind voll. Allein für die aktuelle Neo-Variante der A320er-Familie mit optimierten Triebwerken liegen 4.500 Bestellungen vor. 2018 soll es in Hamburg-Finkenwerder eine vierte Produktionslinie geben. Dann heißt es: Airbus. Jeden Tag ein Flugzeug.